Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei uns am Mars, bei Surviving Mars. Ja, und ich habe eine ganz kurze Pause gemacht, allerdings wirklich nur kurz ein Stündchen oder zwei, um was zu essen, ganz gemütlich. Und ein bisschen, wobei vielleicht war es ein bisschen länger noch ein bisschen YouTube-Videos geschaut. Und ja, ich habe eine Theorie inzwischen. Ich glaube, dass die Shuttles überall hinfliegen. Also ich glaube, es ist wirklich egal, sobald man einen Shuttle-Hub hat, dann werden die halt alles erreichen, was sie erreichen würden. Oleg entdeckt. Oh ja, okay, gut, aber das wird eh noch gefixt, hoffentlich. Lange schon kein Lag mehr gehabt. Krass. Ja, meine Theorie ist eben, dass die dann sowieso irgendwo hinfliegen und wir werden jetzt hier was umschalten. Und zwar, wir lassen hier diese 6 Shuttles, die bleiben jetzt reine Menschentransporte. Das habe ich jetzt beschlossen. Probieren wir das mal, ob das so klappt. Weil meine Theorie ist, dass diese Kinder, die wir jetzt hier haben, diese Kolonisten, diese 14, die müssten damit dann nämlich jetzt wesentlich effektiver wegtransportiert werden, weil die 6 immer nur Leute transportieren werden. Das heißt, ganz egal, was da von einer Reihenfolge her sonst wäre, wären die immer und konstant die ganze Zeit, wenn es was gibt zum Transportieren an Leuten, wären die durch die Gegend fliegen. Und ich glaube, dass das auch ganz gut notwendig sein wird. Müssen wir ein bisschen verfolgen. Aber ich glaube, dass wir damit unsere Probleme, was das betrifft, besser in den Griff bekommen. Und es heißt aber für mich auch noch was. Ich glaube, wir müssen wenig darauf Rücksicht nehmen, wie wir bauen. Also wenn wir jetzt hier noch was bauen wollen, dann bauen wir hier noch was. Also ich glaube eigentlich, dass das klappen sollte. Solange halt die Kapazität da ist. Ja, also es muss halt, solange hier wer da ist, der transportieren kann die Leute, wenn sie das brauchen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige. Aber deswegen, das werden wir verfolgen. Ich glaube, es werden jetzt schon weniger, also es sind einer weniger. Und ich glaube, das liegt genau daran, dass wir jetzt Kapazitäten dafür haben erst. Okay. Überspannung. Oh, Überspannung. Es leuchten plötzlich einige rote Lichter auf und Funken fliegen aus dem Terminal, das unsere Stromnetzwerke überwacht. Eine Überlastung unserer Stromnetze hat eine massive Überspannung ausgelöst. Die Gefahr ist groß, dass es zu einer Überlastung des gesamten Netzwerks kommt, wenn wir nichts dagegen unternehmen. 10 Stromerzeuger für 3 Sols abschalten. Den Strom zu Batterien umleiten. Einige Batterien könnten dabei explodieren. Erfinder, ich weiß, wie man die Überspannung eindämmen kann. Und Panik. Mehrere Gebäude gehen kaputt. Wobei die Batterien sind nicht so arg, wenn die explodieren. Und die Stromerzeuger sind aber eigentlich auch nicht so arg. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass uns das große Kraftwerk weggeht. Sollte aber, glaube ich, auch nicht so arg sein dann, oder? Also entweder das oder das. Die Batterien wären jetzt auch nicht so schlimm. Die kosten nicht so viel. Die Frage ist halt, was einige sind. Aber 3 Sols ist jetzt auch nicht die Welt. Selbst mit unserer... Ich glaube, da müssten wir sogar mit der Energie durchkommen locker. Machen wir das mal. So, und das einzig wirklich Wichtige ist, was wir jetzt schauen. Okay, es hat eins davon erwischt. Schade. Das ist echt Pech ein bisschen. Okay, es hat eins von den Großen erwischt. Jetzt haben wir minus 100. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht die Welt. Schlimm. Jetzt werden die Batterien runtergehen. Aber sollte es nicht so arg sein. Gut, ja, ich wollte kurz hier was schauen. Wie schaut dieses Wassernetz aus? Das müsste ja hier dieses Netz sein. Erzeugung 35.1. Ja, das sollte eigentlich hier gut sein, was aber ein bisschen zu erwarten war, dass das hier oben gut ausschaut. Dann schauen wir noch ganz schnell hier jetzt in dieses, das Netz. Das schaut auch gut aus. Und da sind auch noch mal ein paar ausgefallen. Das war echt Pech, dass der eine große ausgefallen ist von den 10.
Aber gut. Der, ja, die sind hinten nach. Klar. Ja, die sind jetzt hinten nach. Schade, sage ich mal. Unzureichend 128 ist das. Ja, sehen wir nicht ganz, weil das von unten natürlich noch ein bisschen was zukommt. Da haben wir ja ein bisschen Überproduktion, wenn man so will. Aber okay, nein. Gut, das soll so sein, das passt. Das heißt, wir hoffen, dass die jetzt mit den 6 Shuttles, die wir jetzt da reserviert haben, dass das das oben in den Griff bekommt. Und wir können uns jetzt an hier unten wieder dem widmen ein bisschen. Da waren wir ja noch ein bisschen. Da wird aufgetankt. Der steht jetzt nur in der Pampa rum. Der kann natürlich hier wieder anfangen. Wobei wir mit dem... Gehen wir jetzt hier rauf? Wir können hier rüber. Da ist noch ein bisschen was. Und hier unten müsste ja auch noch einer sein, oder? Ist der... Wo haben wir den inzwischen? Der... Oh, der ist hier drüben. Was hat der? 39er. Gut, der kann eigentlich mal abladen gehen. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Das ist eh schon einiges. So, okay. Gut. Da müssten einige noch einziehen, die da arbeiten wollen, hoffentlich. Da sind die alle voll? Bin ich jetzt verrückt? Die sind doch alle voll, oder? Steht das hier? Nein, ein freier Wohnplatz. Okay, da kommt keiner. Das ist das Falsche. Ich bin noch nicht sicher. Gut, aber das sollte eigentlich noch passieren. Eigentlich sollte das noch passieren. Die Frage ist, wie das momentan aussieht. Ich meine, die werden noch immer, genau, total überlastet sein, generell. Wobei inaktiv, die werden wahrscheinlich nur zum Tanken gerade inaktiv sein, sonst werden die wahrscheinlich durch, oh, was ist das, Abtrünniger. Wenn die Moral innerhalb der Kuppel zu niedrig ist, kommen Abtrünnige zum Vorschein. Abtrünnige haben eine verringerte Arbeitsleistung und sorgen für Probleme. Sicherheitsstationen können sie für eine Weile unterdrücken, aber das Problem zu lösen... aber um das Problem zu lösen, musst du die nötigen Schritte zur Hebung der Moral. Ja. Oh, willkommen auf dem Mars Lexikon. Da wollte ich nicht hin. Wo sind Abtrünnige? Stopp. Okay, jetzt müssen wir kurz... Alarmrot quasi, wenn man so will. Wo haben wir Abtrünnige? Wo haben wir schlechte Moral? 84. Achso, Moment. Das könnten wir hier in der Kolonieverwaltung, müssten wir das alles finden. Wo ist die gewesen? Kontrollzentrum. Kolonisten. Problematisch. So, Moment. Wir brauchen aber alle... So, jetzt bin ich verwirrt. Gesamte Kolonie. Okay, da ist er. Abtrünniger. Wo bist du? Hier. Gelassen auf dem Mars, Abtrünniger. Verringert die Leistung an allen Arbeitsplätzen um 50. Kann kriminelle Ereignisse auslösen, wenn nicht genügend Sicherheitsstationen in der Kuppel befinden. Warum? Servicegebäude wurde geschlossen. 10. Sozial. Gut erholt. Sozial? Wieso hat der keinen... Die haben kein so... Das da. Das sollte eigentlich sozial... Können... Achso, die können wir nicht aufmachen. Das ist jetzt so knapp hier bemessen. Wieso geht das nicht? Und wie ist die Moral hier sonst? Na, es geht. 58... Steht aber nicht. Wir können natürlich das schon auch hier wieder aufmachen. Wobei, generell, das ist doch leer, oder? Da ist nichts mehr. Haben die hier überhaupt irgendeinen Job? Wo sehen wir das? Kolonisten. Arbeitslos, deaktiviert, freie Arbeitsplätze... Ich sehe das irgendwie gerade nicht, aber ich glaube, es gibt einfach keinen. Wobei, es muss ja ein paar geben. So richtig verstehen tue ich es gerade nicht. 6 sind arbeitslos. Okay, ja, aber das heißt, von den 14
Dementsprechend müssten 8 eigentlich arbeiten. Und das sind 2, 4, 6. Wo sind die anderen 8? 2. Hier ist nichts. Da ist, das ist weg, das kann hier weg. Da arbeitet sicher keiner, da arbeitet auch keiner und da arbeitet auch... Hä, wo sind die anderen 2? Da ist ja sonst nichts. Bin ich jetzt verrückt? Also ich sage euch was, wir werden die jetzt auflösen. Können wir das machen? Probieren wir das? Geht das? Ja, wie konnte man das? Man konnte das, glaube ich, oder? Was machen die jetzt? Ziehen die jetzt aus? Wir werden jetzt nochmal, wir werden das auch jetzt kurz. Nur Kolonisten. Wir werden jetzt ein bisschen fokussieren auf Kolonisten gerade. Wir werden jetzt sogar noch ein drittes. Wir werden jetzt 18 von unseren Shuttles. Werden wir nur auf den Kolonistentransport auslegen. Das waren der, der und den hier oben. Werden wir auch noch nehmen. So, reiner Kolonistentransport. Auf, dass die da jetzt alles wegbringen. So, und zwar, wir wollen... Können wir jetzt hier sagen, alle weg? Nein, können wir nicht. Und ziehen die jetzt hier aus? O2, achso, ja, das ist schlecht, das wollen wir nicht. Will der ausziehen? Ersticken, erfrieren, dehydrieren. Ja gut, vielleicht ist das jetzt nicht so die beste Idee. Okay, wir wollen hier alle Altersgruppen weg haben. Wir wollen hier alle Eigenschaften weg anwenden. Und alles hier weg. Können wir noch was machen? Unter Quarantäne stellen wird nichts bringen. Geburten sind erlaubt, ist egal. Name, Skin, angeheftet. Ja, ist egal. Ja, hoffen wir mal, dass die hier ausziehen. Wir werden hier alles zumachen, wobei es kann man auch nicht, weil... Wobei, ich sage mal, das kriegen wir hin. Probieren wir mal, ob die ausziehen. Ich glaube, sie ziehen aus. Ich behaupte mal, die ziehen aus. Nein, wir werden folgendes, wir werden das alles abreißen. Alles weg. Weil jetzt müssen sie ausziehen, jetzt müssen sie woanders hinkommen. Komm, gib mir das. Und das. Und jetzt müssten wir das müssten wir jetzt haben, oder? Jetzt müsste alles weggehen. So. Und jetzt müssten hier eigentlich massig Shuttles abkommen, um die abzuholen, hier alle. Und wir werden sie jetzt trotzdem natürlich noch hier lassen, wegen, damit sie nicht ersticken und Co. Also sie werden jetzt auch hoffentlich nicht zu sehr verhungern. Und dann werden wir den einen natürlich, müssen wir schauen, was wir mit dem machen. Aber der kriegt hoffentlich eine Kuppel, wo es ihm dann besser geht. Nicht funktionierende Gebäude, Lebensmittelgeschäfte, Weltraumbar, wo sind die hier? Brauchen wir die hier oben noch? Ja, die hier oben brauchen wir noch. Warum gehen die nicht? Da können wir jetzt aber, glaube ich, mehr Leute, damit wir hier nicht dasselbe Problem bekommen. Wie haben wir jetzt momentan das? 4 brauchen wir hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir haben hier 14. Dann machen wir die auch noch auf. Und ja, genau. Und die beiden auch noch auf. Dann sollte das klappen. Und dann schauen wir kurz, hier wollen wir 4 davon, brauchen wir so viel gar nicht. Das heißt, da können ruhig, sollten eigentlich welche ausziehen. Weil hier können nur die arbeiten. Können wir die irgendwie wegmachen so? Ich sehe die Frage, ob das klappt oder nicht. Ich weiß nicht, was die sich, ob die jetzt wieder hierher kommen. Ich hätte gerne eigentlich, wenn ich schon so weit bin, ich hätte gern hier eine Einstellung,
die besagt, sie dürfen nur hier wohnen, wenn sie hier arbeiten. Wenn sie hier keine Arbeit haben, dürfen sie hier nicht wohnen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch gerade, aber das geht halt irgendwie nicht wirklich. Oder alternativ natürlich zu sagen, ich hätte gern ganz genau so und so viele von denen und denen und denen. Weil dann würde ich genau sagen, ich hätte gerne 4 Geologen und alles andere blaue. Dann weiß ich, dass es immer geht. Von den Arbeitsplätzen und alles. Aber okay. Das heißt auf jeden Fall schon mal, dass jemand hierher zieht. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass die 4 jetzt hier arbeiten anfangen, bald einmal. Das ist fertig. Das kann weg. Dann tun wir es mal weg. Ich sehe die Frage, warum die, die jetzt hier drin wohnen noch, warum die zum Beispiel nirgends arbeitet. Oh, ist keine Arbeitskraft Senior. Oh, Moment. Senioren 7. Wir haben hier aber schon eingestellt. Ja, haben wir. Krass, wir haben so ein Problem mit den Leuten. So, Nixer, der ist weg, dann weg mit dir. Okay, wir müssen hier noch viel mehr einstellen. Okay, wir probieren das nächste so. Nein, das war jetzt zu viel. Personen. Wie schaut's mit euch aus? 4. Inaktiv 5. Warum? Verstehe das gerade nicht. Warum? Die sollen hier eigentlich ausziehen. Ach so, Moment, weil die Frage ist, haben die jetzt hier Platz? Die Senioren haben hier keinen Platz. Okay, das macht Sinn. Sind die Kinder hier alle weg? Nein, die sind auch nicht weg. Warum nehmen die verdammten Shuttles nicht die Kinder hier auf? Und sitzen stattdessen hier in der Bumper und machen nichts. Ich verstehe es nicht. Eigentlich sollte das so funktionieren. Ich kann doch nicht jetzt jedes Kind hier sagen, geh... Achso, Moment, jetzt erst bevor ich jetzt anfange zu motzen wieder. Nochmal kurz geschaut, aber wir hatten hier massig Platz. Naja, massig war es einmal. Die Frage ist, warum gehen die Jugendlichen nicht weg? Die müssten natürlich hier auch weggehen. Weil alles, was hier jugendlich ist, hat zu gehen. Probieren wir mal, die hier rauszuwerfen, die hier jugendlich sind. Ob das klappt... Weg mit dir, das war das Haus. Ob dann die anderen wieder umziehen. Es kann natürlich sein, dass sie hier schon belegt waren, die Plätze. Und dass deswegen die anderen nicht mehr umgezogen sind. Dann wäre es okay, wenn da kein Platz war. So. Jetzt müssten die hier hoffentlich alle weggehen. Und jetzt nur kurz zur Sicherheit. Hier ist aber schon eingestellt, Altersgruppen, Kinder ja, genau. Und Jugendliche aber nein. Die sollten eigentlich wegziehen. Okay, so, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Wie das klappen sollte. So, wie schaut es platzmäßig aus? 103, 126, wo ist die neue? Schauen wir kurz zur neuen runter. Die müsste hier irgendwo sein. Wie schauen wir hier gerade aus? 0 von 126. Wieso ziehen sie auch hier nicht hin? Zum Beispiel? Achso. So, jetzt ist das offen. Jetzt sollten die... Ganz kurz nochmal geschaut. Ist die Einstellung sonst richtig, dass hier nichts Falsches kommt? Nein, ist natürlich nicht richtig. Keine Kinder und keine Senioren anwenden und gut ist. Sonst ist der Rest einmal egal. Die haben wir ja schon alles. Da ist schon alles eingestellt. Ja. Okay, das sollte klappen. Jetzt sollten die auch wieder alle fliegen, wenn es wahr ist, im besten Fall. Kurz geschaut. Inaktiv 3. Die Hoffnung ist, dass das trotzdem jetzt tut. So, dann was ist mit euch? Wer ist jetzt hier Senioren? Ich gehe fast davon aus, dass diese grauhaarigen Menschen Senioren sein werden. Gehe ich davon aus. Bei dem zum Beispiel weiß ich es nicht. Ist es ein Senior? Nein, Erwachsener. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich jetzt irgendwelche Leute rausgehört, die gar keine Senioren sind. Kann auch sein.
So, und hier, genau, was ist jetzt hier mit euch? Kinder, Erwachsene im mittleren Alter. Das ist halt auch so ein bisschen ein Problem. Ich hätte halt hier gerne die im mittleren Alter eigentlich gern woanders. Kinder 10. Nochmal. Kinder zieht's aus. Jetzt müsste ja eigentlich für die Kinder genug Platz sein zum Ausziehen. Wo sind die? Da sind welche. Einmal, zweimal, dreimal weg. Viermal, fünfmal. Okay, aber mehr ist es nicht, oder? Mehr war das jetzt nicht, außer ich habe noch was übersehen. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Das müsst ihr eigentlich tun. Transportproblem, Shuttles überlastet. Ja, das ist mir egal, ob die überlastet sind. Da kommen jetzt auf jeden Fall Menschen hin, wenn es wahr ist. Und die Frage ist natürlich, ob hier welche wegziehen, hoffentlich. Ich meine, die Frage ist schon auch, was die... Ich meine, sie, das sind wahrscheinlich Leute, die auch hier arbeiten, eine ganze Menge. Arbeitslos 63. Frage ist, ob man die Arbeitslosen hier wegnehmen könnte. Aber das sieht man halt nicht. Man kann hier ja auch nicht wirklich was machen, oder? Ich kann hier nicht rechtsklick, was auch immer... dich rauswerfen per Rechtsklick geht halt auch nicht. Nochmal kurz in die... Aber hier gibt's... Es gibt hier nichts. Was sagt alle Arbeitslosen weg? Und Spezialisierungen kann ich hier ja auch nicht wirklich gut ausschließen gerade. Oder macht das Sinn, hier irgendeine Spezialisierung auszuschließen? Nicht wirklich, oder? Was haben wir hier? Haben wir das richtig... Oder hier haben wir das schon gemacht. Hier geht's, ja... Ich meine, man könnte natürlich, die könnte man auch hier alle, aber hier haben wir es gemacht, damit die halt ausziehen, wenn sie mal ausgebildet wurden. Vor allem die Botaniker, Geologen und Mediziner. Bei den anderen geht es hier auch eh, nee, geht es hier genauso wenig. Das ist schon ein bisschen ein Problem. Das ist schon ein bisschen ein Problem, dass die hier nicht und nicht ausziehen, weil diese 7 Senioren... Die machen hier Probleme. Und hier sind schon wieder 3 inaktiv. Und ich weiß nicht warum. Die müssten hier eigentlich ja irgendwen holen. Der ist zum Beispiel kein Wohnort, oder? Obdachlos. Senior. Erholt sich. Status. Ja, und wieso ziehst du nicht in irgendeine Kuppel? Es gibt hier 87 freie Wohnungen derzeit. Zieh doch in eine blöde Kuppel aus. Kurz mal geschaut hier unten. Ist die voll jetzt? Wo ist sie? Da ist sie. 7. Die sind jetzt aber voll. Oh, jetzt schaut das besser aus, oder? Die, ja, da ist nur noch... Oh, der ist auch gerade weg. Okay, die sind voll. Sehr schön, die Kuppel ist wirklich voll. Die ist richtig voll gerade geworden. Die sind alle am Umziehen. Super. Okay, so, dann, meine Lieben, mache ich hier eine Pause. Ich glaube, dass die alle jetzt irgendwie gerade umziehen, wie blöde. Ich weiß zwar nicht, warum unsere Shuttles zu blöd dafür sind, aber offensichtlich ziehen sie schon um. Hoffentlich, denke ich, schaut momentan gut aus. Müssen wir dann jetzt nur nochmal kontrollieren. Ich denke, wir werden das nächste Mal hier weitermachen. Hoffe auf jeden Fall, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen, auch wenn wir diese Folge, glaube ich, nur viel kontrolliert haben. Ich glaube wirklich, dass sonst nichts war. Weiß ich aber jetzt gar nicht. Ist ja auch egal. Hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht natürlich und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn wir hier weitermachen. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.